3, 2, 1. Moin, Moin und Tonotanatosch. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Brotherhood, meinem Lieblings-Assassin's Creed-Spiel of all time. Ich habe richtig Bock. Wir haben uns durch zwei durchgespielt. Streckenweise ein bisschen. C. Aber das liegt am Kampfsystem. Das Kampfsystem haben sie hier ein bisschen überarbeitet. Zumindest haben sie ein Feature eingeführt, was sehr, sehr gut ist. Wir labern nicht lange rum. Wir gehen in die Dingens. Wir heißen Desmond. Let's fucking go. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles, das ist meine Geschichte. Okay, wir haben. Ich habe am Ende der Credits etwas vergessen, tatsächlicherweise. Ja. Ja, ich habe alles vergessen. Wir wurden ja noch angegriffen von den Templern, die haben uns ja gefunden. Und das haben wir jetzt auch. Nicht so schlimm, wäre nur langweiliges Kampfgebühr. Tja. Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Also, das ist auch der Grund, warum ich in diesem Teil nicht die... Oh nein, wir haben Fuck-Effekte. Stimmt. Wow! Grafikeinstellung, too much. Also fürs Spiel. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Das Fleckern war von ihr. Ja. Oh, Erfolg. Q-Play-Aktion beendet. What the fuck? Ja, ja. Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich mir die Rüstung, die man sich hier holen kann. Okay, nee, das muss man mal ganz kurz. Option. Steuerung. Grafik. Machen wir V-Sync aus. Post-Effekte machen wir mal auch aus. Die Nacht. Nee, das ist es immer noch nicht. Überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir. Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen.
So, jetzt dann sind wir auch irgendwie mal wieder richtig da. Da doch. Ah, oh, siehst du das? Ja, ja, ich weiß. Nein, siehst du das Flackern, was wir haben? Das hat mir das Assassin's Creed 2 auch. Wir machen mal ganz kurz einen kleinen Cut. Wir sind sofort wieder da. Weiter. Ich mache mal wieder ein Vollbild. Wir gehen wieder ins Game rein und da sind wir wieder. So, wir sind da, wo wir stehen geblieben sind. Nämlich in Altairs Rüstung, unten im Vatikan. Und laufen jetzt mal hier raus. Oh. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! So, und natürlich werden wir jetzt leicht rangeführt wieder ans Spiel. So. Purial ist das, muss halt sein. Ja, guck mal, da geht's lang. Muss ich jetzt das Anlauf benutzen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann es denn sein, dass wir eine neue Rüstung bekommen, wenn wir doch Altairs Rüstung haben und das ja das Nonplusultra ist? Das ist eine berechtigte Frage. Und diese werden wir jetzt gleich auch noch klären. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleibt mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. So, auch wie viel cleaner das Hut irgendwie aussieht. Das ist alles ein bisschen kleiner skaliert. Die haben sich echt... Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio, los! Was ist da? Aus ihm spricht der Teufel! Dafür hau ich euch erstmal um. Zu Recht. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Sei bereit zum Kampf. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter so, Mann. So, hier haben wir nämlich die perfekte Stimmt. Änderung. Du kannst die es immer noch. Kann man nicht? Zack. Wie man in Batman Arkham City oder auch in Shadow of War das gemacht hat, man drückt einfach die Angriffstaste und in die Richtung des Gegners und wenn dort einer steht, bringt man diesen halt direkt ins Grab. Ohne umständlich nochmal kämpfen. Ohne warten auf Konter, warte auf Konter, warte auf Konter. Das ist einfach 10 von 10. Ja. Für den halt zum Sprinten, ich bin schneller als er. Hilfst du mir? Wenn du für eine Wahl, Alter, er hat die einfach beide weggemacht. Oh. Du Geist getan. Also, hey.
Seid ihr gleich bereit für den Title Screen? Brauchst mich auf nicht warten. Nur brauchst nicht warten auf mich, Junge. Ich bin quasi hier. Spanische Söldner. Mann, ja. Ich habe auch alte ihr Schwert nicht. Ich habe gerade alle so gewonnen. Was machst du da, Pilger? Sagt er. Pilger, Junge. Dich oh, mal. Hoppala. Und hier haben wir auch ein neues Kletterelement jetzt sofort. Nämlich. Ah, ne, doch noch nicht. Doch, jetzt hier. Diese Streben, die hier dran sind. Um einfach um die Ecken zu kommen. Ja, ist auch cool. Ist natürlich schlau, dass wir es jetzt eingefügt haben, weil wir jetzt in neuen Städten unterwegs sind. Beziehungsweise in einer Stadt eigentlich. So, wo wollen wir wohl hin? Der da schneller. There he is. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Danny. Spring! Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh. So. Vielleicht ist unser Werk vollbracht. Man hat Ahnung. Das so schlecht? Weit in der Zukunft, ja. Nicht mein Problem. Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah. Und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Rakete abgefeuert. Ah, oh, moin. Jetzt beginnt gleich der übliche Quatsch des... kannst du hier noch eben dir die Zeit vertreiben mit rein nervensinnlosigen Missionen? Natürlich kann ich. Ich lerne klettern. Und ich kann in die Stadt reiten. Ja, nein. Das ist ja fast... Willkommen zurück, Ezio. Stimmt, Ezio, da, das ist Ezio. Lass mich sehen. Ich wollte eigentlich schon mal alle leer kommen, aber jetzt habe ich 53.000 Fluid habe. Dieser Ort macht sich langsam. Auch so ein dass du es einfach mitnimmst, ne? Ja. Nur dank dir. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. So, drei nervige, sinnlose Missionen. Wir fangen mit der nervigsten und sinnlosesten an. Kanonen. Ach nee, Moment. Ja, nee, doch, wir fangen mit der nervigsten an, das sind die Kanonen.
Der Rest ist okay. Meine Gedanken bzw. Erinnerungen sind so waschig. Leider. Wieso kann ich da jetzt nicht hochklettern? Soffen? Also mehr als sonst? Bier. Ich trinke Bier. Du trinkst Bier. Wir alle trinken ein Bier. Achso, hier muss ich hin. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm. Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. So, eine Sache muss ich jetzt noch eben gucken. Inventar. Ingenieur finden, weißt du? Ach so, stimmt. Wir könnten jetzt unsere Trachten ändern. Aber das ist mir teilweise egal. Meine Grafikoptionen. Mal 4. Was war das? Naja, egal. Binde ihn, Hannes. Ja, trust me, I'm an engineer. Naja, scheinbar kein guter. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht kein Gefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Da hat er nicht ganz unrecht. Nee, der Mann war seiner Zeit weit voraus. Handkanone. Rohr. Drache. Erwache. Och, Digga, kommst du jetzt nicht um die Ecke oder was? Er hat gesoffen. Stimmt, er ist Kanonenmacher und kein Uhrenmacher. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Bam! Jetzt meinst du die gleichzeitig treffen? Wahrscheinlich nicht, ne? Bam! Von gut, die einfach nichts tun. Außer kaputt zu gehen. So. Perfekt, einfach drüber geschossen. Die Zielrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Richtig, Kanone gleich mal auf jemand anders, mein Freund. Nicht so lange wie ihr schießen. Hey, ich hab gerade daneben geschossen. Hey, ja. Ob das ein Foreshadowing ist? Da hinzuschießen. Perfetto! Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Erledigt. Wieso kann ich da nicht runterspringen? Wäre eine Abkürzung. Deswegen nicht.
Doktor? Medizin. Ja. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Habe Gott gesehen. Wildpferd zu schnell. Hallo. Ich drücke noch B. Geht doch. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. So viel, nicht so viel Zeit im Krieg verbringen. Wir sind 40. Das ist uralt für diese Jahreszeit vor allen Dingen. Ist der Weg. Messer Ezios, wieder da. Ist der Weg. Ist der Weg, Ringverdiener. Man ja, merkt. Moin. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Ist das eine Nutte, der Typ? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht. Das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. So. Ja, doch, das machen wir noch. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. No! Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort, stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht.
Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Willkommen daheim. Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Und genau hier machen wir einen Cut. Danke, Hannes. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.